Hallo, hier ist Familie Movie Seeker mit Türchen Nummer 3 des Adventskalenders 2023. Moment, ich brauche Weitwinkel. Könnt ihr ein bisschen näher zusammenrücken? Schon besser, danke. Wir sind heute dabei, eine weitere Serie zu besprechen, die wir dieses Jahr wirklich auch mit Spaß wieder geguckt haben. Nämlich Die Besucher. Der war ja auch im Pickup-Video, ist vor kurzem in einer wunderschönen neuen Blu-ray-Edition rausgekommen, wo sie das Bild auch wirklich verbessert haben. Und die Serie war ja auch auf DVD gar nicht mehr zu kriegen im Vorfeld. Die war ja quasi komplett weg. Und jetzt konnten wir endlich mal wieder Die Besucher nachholen. Das ist eine wunderschöne Serie. Über eine Gruppe von Wissenschaftlern, die, weil die Erde in Gefahr ist, ins Jahr 1984 zurückreisen, um den späteren Wissenschaftler, dessen Theorien die Erde retten sollte, als Kind zu besuchen und seine Schulhefte zu erbeuten, wo er nämlich angeblich wichtige Formeln aufgeschrieben haben soll, die helfen sollen, die Erde zu retten. Und dieses Team an Wissenschaftlern macht sehr viel Spaß. Es ist eine tschechische Märchenserie von den Leuten, die auch die Märchenbraut gemacht haben oder Luzi, der Schrecken der Straße. Also ihr merkt schon, das ist Nostalgie pur. Aber funktioniert nicht nur nostalgisch, denn unser Movie Seeker Junior hat diese Serie jetzt auch gesehen mit uns das erste Mal. Und wie war denn so deine Meinung? Wie hat's dir gefallen? Ich fand's gut. Und damit ist Movie Seeker Junis Rezension auch so mehr oder weniger zu Ende. Schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass du es einrichten konntest. Also ich mag ja besonders immer noch gerne das Essen. Das fand ich als Kind schon toll, dass die immer so einen Würfel haben. Das ist also erst so eine Paste, die sich dann verändert in so eine gallertartige Masse. Und das wird dann alles Mögliche zu essen. Und am Ende ist es irgendwie Wackelpudding. Eine wunderschöne Science-Fiction-Serie, die ja dann in den 80ern, wo sie hinreisen, auch noch davon profitiert, dass sie auch noch Nostalgie der 80er noch mitbedient. Der lief damals im Ferienprogramm, das oder? Das Team der Wissenschaftler, wie sie miteinander umgehen, so dieses leicht, manchmal so ein bisschen frotzlige, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sag nur, Karas! Karas! Lief das manchmal damals im Ferienprogramm? Ja, ne? Das lief, also ich hab's damals nicht im Ferienprogramm gesehen, bei mir war es so, ich hab's damals in der ARD immer Sonntag frühnachmittag lief das damals immer. Hast du das immer alles gespeichert? Das war, glaube ich, die erste. Sie haben es aber nochmal wiederholt. Vielleicht war das ein Ferienprogramm. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich, glaube ich, nur die erste Ausstrahlung damals mitbekommen. Mhm. Die Besucher. Wenn ihr sie nicht kennt, Science-Fiction mögt und mit alten tschechischen Serien keine Probleme habt, dann ist das eine dicke Empfehlung. Ich finde, die macht heute auch noch Spaß. Ja. Das Pacing ist manchmal ein bisschen zu glacial, klar. Im Hinblick auf heutige Sehgewohnheiten. Mich persönlich hat es aber nicht gestört, denn Spaß macht es trotzdem. Ja. So, das war's.